Ja, herzlich willkommen zurück zu NBA 2K15. Das zweite Spiel gegen die Toronto Raptors steht an, ja, und wie ihr vielleicht mitbekommen habt, im Moment bin ich nicht so wirklich drin in diesem Spiel. Allgemein, es liegt daran, dass einfach das zackt einfach mit 35 Frames pro Sekunde aufzunehmen und die Spiele sind relativ eintönig, muss ich sagen. Fand ich das letztes Jahr deutlich abwechslungsreicher, obwohl ich da auch schon eine Menge rumgeschrien habe. Aber irgendwie fehlt mir noch der entscheidende Schritt, da er jetzt herausgekommen ist, wann F1 2015 veröffentlicht wird, nämlich am 12.06. Weiß ich schon mal, wann ich meinen neuen Computer haben werde, beziehungsweise meine neue Grafikkarte, und deshalb werde ich von da an dann auch deutlich mehr, denke ich mal, spielen. Also bis Juni wird das, denke ich mal, so unregelmäßig bleiben. Ich hoffe, danach werde ich noch ein paar Parts raushauen können dann. Liegt einfach daran, dass ich aktuell auf Einstellungen spiele, die wirklich grausam sind. Also 1280x720 und alle Details, glaube ich, auf niedrig. Das macht schon nicht wirklich Spaß. Und mit meinem neuen PC könnte ich dann, glaube ich, fast auf besten Einstellungen, ich denke mal auf besten Einstellungen, könnte ich dann sogar spielen. Und das ist natürlich was ganz anderes, dann so ein Spiel in höchster Auflösung spielen zu können. Ich meine, in den Videos sieht das, glaube ich, gar nicht mal so schlimm aus, wie wenn ich das spiele. Einfach weil YouTube-Videos ja nie die Kantenglättung in der Detailhöhe praktisch veröffentlichen können, wie man es selber spielt. Klar gibt es dann noch deutlich bessere, sieht das noch deutlich besser aus, aber man merkt die Veränderung selbst beim YouTube-Video schauen nicht so doll, als wie wenn man selber spielt. Und da machen mir aktuell andere Spiele wie City Skylines zum Beispiel oder, ja, was gibt's noch? Spiele ich ab und zu. Ja, Formel 1 macht da auch noch mehr Spaß, muss ich sagen. Auch wenn Formel 1 bei weitem nicht das bessere Spiel ist. Das muss man so sagen. Das macht mir halt aktuell deutlich mehr Spaß. Und dann gibt es halt noch so ein Browser-Game, MSM-Game, beziehungsweise Motorsport-Manager. Das macht mir auch Spaß, wenn wir hier einen Wahnsinnsblock in der Verteidigung gemacht haben. Das macht mir halt Spaß und da geht halt täglich auch ein gutes Stündchen teilweise drauf. Ja, Würfe treffen wir nicht wirklich in der Anfangsphase. Und der nächste Block gleich ein hinterher. Na, der geht trotzdem rein. Das ist halt die Zeit, die dann zum Aufnehmen, Videoschneiden fehlt. Und auch, ja, Videoschneiden macht nicht wirklich Spaß, da ich nicht wirklich den stärksten Prozessor habe. Und zum Beispiel, wenn ich das Video schneide, das dauert Ewigkeiten, weil ich ja genau sehen muss, an welcher Stelle mache ich den Schnitt. Und das Video braucht verdammt lange, um zu laden. Teilweise, ja, wirklich unnötig lange, wenn ich das auch zusammenfasse. Und ja, ich muss ja das Video nicht, ich kommentiere ja das erstmal, das heißt, war ein schöner Dank hier. Das heißt, ihr könnt euch das so vorstellen. Ich nehme auf, das dauert halt ungefähr 1 Stunde 10, so ein Spiel aufzunehmen. So, dann pro Stunde, das eben, ich rechne das jetzt mal für ein Video durch, so. Dann kommt das in die Schneidephase. Das heißt, ich öffne mein Schneideprogramm und schneide das Video so, damit ich das kommentieren kann. Also praktisch das, was ihr jetzt seht, ohne Kommentar. Das dauert ungefähr, sage ich mal, eine halbe Stunde und das Rendern dauert auch nochmal gute 20 Minuten, weil ich halt nicht auf höchsten Einstellungen das rendere dann. Weil ich es dann zum Kommentieren brauche, weil mein PC so schlecht ist, dass ich durch diese Simulation, die in meinem Schneideprogramm oben vorgesehen ist, dass die nicht flüssig abläuft. Das heißt, es würde kein vernünftiges Commentary rumkommen. Dann sind wir schon bei 1 Stunde 50. So, das Kommentieren brauche ich, mache ich auch eine kleine Vorbereitung. Das dauert, sage ich mal, bei dem Video hier jetzt gut 20 Minuten. So, dann sind wir bei 2 Stunden 10. Dann muss ich die Audiospur richtig einfügen, die nochmal ein bisschen filtern. Dass sie nicht ganz, also ich habe nicht das beste Mikro, deswegen muss ich da so ein bisschen zumindest filtern. Das dauert nicht lange, das dauert 5 Minuten. Dann das Einfügen, das die richtige Lautstärke feststellen und all sowas. Dauert vielleicht auch nochmal 5 Minuten. Dann wieder das Rendern, das dauert, ja, diesmal 40 Minuten, also das Doppelte ungefähr. So, und dann noch das Hochladen, es dauert, na gut, eine halbe Stunde, sage ich. Und, na gut, bei dem Video machen muss, bei NBA muss ich das generell nicht, aber Videobearbeitung hier unten, Beschreibung einfügen und so, es dauert auch nochmal 10 Minuten. Dann kommt für so ein Video schon mal gute 3 Stunden 10 zusammen. Und Schneiden ist nicht gerade was mir wirklich Spaß macht, das muss ich ganz offen zugeben. Es ist zwar ganz schön bei manchen Videos und
sowas zu machen. Nur bei NBA ist es halt wirklich so, es ist relativ eintönig. Wenn du dann zum Beispiel Formel 1 schneidest, das ist immer was anderes. Das ist was, an was man sich noch gut erinnert. Aber bei NBA gibt es halt so viele Spielzüge. In einem Spiel, sage ich mal, mache ich 70, 80 offensive Spielzüge. Und na gut, das ist vielleicht zu viel. Etwas, sagen wir 60. Ich bin auch ein bisschen auf der Bank. Und 60 Mal in etwa das Gleiche zu sehen oder das Gleiche ich muss ja beim Schneiden immer zumindest so pickweise mal gucken, wo mache ich Punkte, und immer mal so 30 Sekunden Sequenzen selber angucken und gucken, ob das ins Video reinpasst. Das ist halt dann beim Schneiden extrem langweilig und dann dafür eine gute Stunde. Also teilweise bei NBA-Videos, habe eben eine halbe Stunde gesagt, teilweise ist das auch eine Stunde, die ich da brauche. Das ist halt extrem langweilig und eintönig, und gerade das macht mir nicht wirklich Spaß. Bei Formel 1 ist das was anderes zu schneiden. Ich weiß, das können wahrscheinlich nicht viele nachvollziehen, aber das ist halt so. Und wir spielen hier eine relativ enge Partie gegen Toronto. 50-49. Also das geschnittene Video anzuschauen, das ist ja natürlich wieder spannender, weil da ja nur die besten Szenen drin sind. Aber man durchkaut halt auch so viele langweilige Szenen und man übersieht auch teilweise etwas. Also ich sage bei Weitem nicht, dass da alles drin ist. Die größten Fails und so weiter, die sind da nicht drin, weil einfach ich mir beim Schneiden nicht so viel Zeit nehme, dass ich mir das ganze Video angucke und dann das setze. Das würde 3-4 Stunden dauern, wenn ich das so detailreich machen würde. Dazu fehlt mir aber komplett die Zeit. Und auch 3 Stunden für ein Video sind relativ viel. Ich sag mal, bei Formel 1 dauert das Schneiden, da geht das zack, 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 weil man halt direkt sieht, okay, gut, okay, gut, okay, gut. Und die das schauen, denen interessiert allgemein, was man fährt. Also, es gibt zum Beispiel in NBA-Videos unspannende Phasen. Die sind extrem schwer herauszufiltern, weil halt jeder einzelne Angriff, jede einzelne Verteidigung oder jeder einzelne Spielzug extrem kurz ist. Bei Formel 1 hat man halt Abschnitte, okay, Runde 6 bis 9 ist nicht spannend, passiert nichts, lässt halt Runde 6 bis 9 draußen. Das hier war jetzt ein schöner Alley-oop. Auch wenn ich da beim Passgeben leicht behindert wurde, Alice kann da schön danken. Und bei NBA ist das halt extrem schwer. Da gibt es dann halt mal eine Minute oder so, da passiert nichts. Dann wieder 30 Sekunden passiert was. Wieder 20 Sekunden nichts. 30 Sekunden passiert was. Das ist halt Friemelarbeit. Und wirklich, das ist nicht sehr motivierend, die Videos zu machen. Das Spielen, ich muss sagen, ich glaube im ganzen März noch nicht eine Partie gespielt. Das sind noch alles Partien aus ungefähr der Weihnachtszeit. Ich habe noch eine spannende Partie, das weiß ich noch. Das müsste dann das nächste Video sein, was dann wahrscheinlich in 3-4 Wochen oder so kommt. Naja, ich probiere so alle 2-3 Wochen, wenn ich es mal hinbekomme. Aktuell sind ja Ferien, da kriege ich vielleicht mal 1-2 Videos sogar hin. Ich verspreche jetzt aber an dieser Stelle nichts mehr, damit habe ich mir schon genug in die Suppe gespuckt, glaube ich. Ja, da werde ich vielleicht nochmal die spannende Partie, da werde ich mir vielleicht sogar Mühe mal geben zu schneiden. Das ist nämlich eine echt coole Partie gewesen, muss ich sagen. Die hatte Höhen und Tiefen, alles was in so einem Spiel dazu gehört. Ja, und das ist natürlich wunderbar. Alice ist schön aggressiv. Ja, was kann man noch so sagen? Mit dem Thema bin ich eigentlich durch zur aktuellen NBA-Saison. Die Hawks haben schon im Osten die Conference gewonnen, praktisch so gesehen. Also in der regulären Saison. Die Mavs hängen so ein bisschen hinterher im Westen. Obwohl man eigentlich sagen muss, der 7. Platz ist so ziemlich das Optimalste, was passieren kann. Denn, oder der 6. vielmehr. 6 und 7. Genauso wie 2 und 3. Weil so umgeht man meiner Meinung nach das stärkste Team, die Warriors, bis zum letzten, also bis zu den Western Conference Finals, wenn die Warriors so weit kommen, wovon ich ausgehen werde, weil sie wirklich das stärkste Team sind. Und wenn du als 7. oder als 6. in die Playoff kommst, spielst du als erstes gegen den 2. und die 3. Und meiner Meinung nach schenken sich im Westen die Plätze 2 bis 8 nicht wirklich viel. Also klar, da gibt es Differenzen, denn es ist bei weitem nicht so gut wie die Rockets meiner Meinung nach aktuell. Vor allem, wenn Howard wieder zurück ist, was er ja aktuell gerade so vollzieht. Kriegt so ein paar Restricted Minutes. Aber so kann man am Anfang vielleicht gegen Memphis oder die Rockets oder die Clippers spielen. Das sind die 3 Teams, die ich denke, die auf Platz 2 bis 4 kommen. Und wenn
die die Mavericks halt auf 6 und 7 oder 6 oder 7 kommen, dann spielen sie halt entweder gegen eins dieser drei Teams. Wenn sie auf 8 kommen, spielen sie gegen die Warriors. Und dann würde ich sagen, sind sie so gut wie draußen. So, wenn sie das dann noch schaffen können, dann sind sie ja zumindest schon mal so weit, dass sie gegen den Sieger aus das Spiel 3 gegen Platz 6 aus der Conference spielen. Und das sind dann wahrscheinlich Teams wie San Antonio, obwohl San Antonio vielleicht noch höher geht. Portland kann nicht sein, weil die entweder 4 oder 5 bleiben müssen, weil sie ja die Besten im, ach, jetzt lass mich nicht lügen, Nordwesten sind. Nordwestliche Conference, keine Ahnung. Und die werden auf jeden Fall auf 4 bleiben, demnach. Das heißt aber, dass sie wahrscheinlich gegen Memphis oder Houston spielen. Und das ist dann der Weg zu den Conference Finals, wenn die Mavericks es schaffen sollten. Das ist der deutlich leichtere Weg als erstes gegen die Warriors, weil das ist wirklich der reinste Horror. Also so gesehen ist es ganz einfach. Für die Hawks ist natürlich das Problem, dass Platz 7 und beziehungsweise Platz 8 extrem umkämpft ist. Das heißt, sie können sich jetzt noch nicht einstellen, gegen wen sie spielen. Wenn wir so ziemlich die Partie dicht machen gegen Toronto, 8 Punkte bei noch eine Minute zu spielen. Ja, die Hawks können also treffen auf Miami, auf Brooklyn, auf Boston Celtics, auf Indiana. Das ist natürlich nicht so cool für die Hawks. Die können jetzt zwar schon ihre Spieler so ein bisschen schonen, das machen sie auch. Schröder wird sogar ein bisschen geschont, auch wenn er startet auf der Point Guard Position. Aber zu den Playoffs sind sie dann alle wieder hoffentlich fit bei den Hawks. Meine Favoriten auf den Titel, würde ich jetzt sagen, im Westen ganz klar die Warriors, im Osten, boah, das ist schwer. Ich sehe die Hawks ja gar nicht mehr in der Favoritenrolle. Ich würde da schon fast sagen Bulls, Cavs oder halt als dritten würde ich die Hawks sehen. Bin ich auch ganz klar so der Meinung. So, wir werden jetzt hier vom Feld genommen, 8 Sekunden noch zu spielen. Der kann zwar hier vielleicht noch reingehen, geht er nicht mal, und damit ist das Spiel gegen Toronto gewonnen, die ja auch in letzter Zeit ziemlich schwach spielen. Es wird wahrscheinlich Platz 4 gegen 5, Toronto gegen Washington wird eine richtige langweilige Playoff-Series. Naja. Am Anfang der Saison waren sie noch richtig gut und jetzt ist es so... Naja. Wir schauen hier nochmal, was unser Spieler so sagt. Wieder mal ein schöner Sieg, auch wenn die Partie... Ich mag es, wenn die Partien richtig eng sind. Das hier war jetzt so ein Mittelding. Wir lagen, glaube ich, fast die ganze Zeit vorne. Und gerade so in den letzten 3 Minuten, wenn das dann unentschieden spielt, das finde ich richtig geil. Dann spiele ich auch gerne NBA. Aber es ist leider nicht regelmäßig so, sogar eher selten. Und ja, lang geht das Video auch nicht mehr. Schauen uns jetzt hier nochmal unsere Statistiken an gleich. Muss ich echt sagen, habe ich gar nicht so mitbekommen. Also wirklich, ich habe eher mich darauf konzentriert, was ich so sage. So. 51 Punkte, 14 Assists. Das ist ja fast wie Russell Westbrook. Okay, wir haben eine bessere Wurfquote als der Herr. Ja, das sind so die Statistiken bei uns. Alice hat noch eine ganz gute Partie gespielt, Chandler auch. Und hier war die Rosen der Beste. Kein Turnover. Ja, die KI hat immer extrem wenige Turnover. Ihr seht das 4 Stück, glaube ich. So, wir schauen uns hier nochmal die Szene in der Umkleidekabine an. Just wanted to say I really like the way you've been playing on the offensive end. Great game tonight. Hey, thanks, Coach. I really feel like I've been able to step up my game a lot lately. Ja, und damit würde ich sagen, bis zum nächsten Mal, Leute. Haut rein. Mal schauen, wann das nächste Video kommen wird. Tschüss.